Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir verlieren keine Zeit, wir gehen direkt in die Schlacht. Und zwar in die Schlacht, die ich verlieren werde. Ich bin jetzt gerade, liebe Zuschauer, ein wenig entrüstet, weil ich sehe wenig Chancen, die Kampagne hier irgendwie noch zu schalten oder zu gewinnen. Weil mit welchen Kapazitäten, ganz ehrlich, mit welchen Kapazitäten? Die können sich wenigstens hier einen Schützengraben bauen. Und die können nichts, die Milizen. Kann ich die? Nee, Aufstellung beenden. So, die können jetzt hier in das Haus reingehen. Aber im Großen und Ganzen ist die Schlacht nicht zu gewinnen. Wie soll ich das schaffen? Null Chancen. Ich kann hier stehen und warten. Ich kann hier einfach nur stehen und warten. Ich kann hier stehen und warten. Ich kann die noch hier vors Haus schicken. Die hier noch an die... Oder ich kann die so hinschicken. Und aber definitiv... Oh, jetzt schlagen ja noch Kanonen das Haus ein. Die Schlacht ist nicht zu gewinnen. In keinster Art und Weise. So, wir können jetzt zwar schauen, wie sich die feindlichen Truppen bewegen und hier das Haus vernichten. So, jetzt mache ich mal langsamer, denn man sieht ja... Ne, man sieht nichts. So, jetzt haben sie das Haus hier vernichtet oder was? Ändert absolut gar nichts. So, die gehen bitte auf Nahkampf. Und stürmt drauf. So, jetzt haben wir die zumindest im Kampf gebunden. So, aber sonst gehen die noch im Nahkampf und greifen die Kavallerie nicht an. Oder doch tun sie. Hier sind echt gerade wenig Chancen, diese Schlacht nur annähernd zu gewinnen. Gibt's null Chancen, was soll man da machen? So, die können ja auch noch die Kavallerie versuchen zu binden. Aber groß und ganzen gibt's hier null Chancen. Was soll man da machen? Null. Null Chancen, was soll man da machen gegen diese Kavalleriemengen? Kavallerie zerfleischt hier ja schon fast meine Truppen. So, was kommt da vorne? Irgendwelche Pikeniere oder was? So, jetzt kommt hier die Kavallerie nochmal von hinten. Das ist sich null Chancen, liebe Zuschauer. Ihr seht es, null Chancen. Meine halbe Armee flieht schon. Null Chancen, jeglicher Hinsicht null. Ach, hier habe ich noch Pikeniere, ja. Die können jetzt hier mal die Kavallerie angreifen. Null. Die Schlacht ist verloren. Null Chancen. Null. 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 Wirklich null. Keine Chance. In jeglicher Hinsicht null Chancen. Null. Damit gehört Berlin Schweden und es ist vorbei, liebe Zuschauer. Was soll ich denn jetzt noch machen? Auch noch gegen Polen. So, was kommt da? Das Kurland. 1300 gegen 1332. Ja, das könnte ich gewinnen. Automatisch führen. Warum Angriff? Ich dachte, obwohl wir sehen jetzt, der Historiker ist ein rückwärtsgekehrter Prophet. Friedrich von Schlegel, deutscher Dichter. Ey, was, ich hab keine, was soll ich machen? Es ist vorbei, es ist verloren, was soll ich denn jetzt noch machen? Liebe Zuschauer, sagt sie mir ganz ehrlich, gibt's irgendwelche Möglichkeiten, das jetzt noch zu reißen? Ich sehe ganz ehrlich keine. Kann ich die Kanonen nicht hier irgendwo auf die Mauern setzen?
Nee. Aber die Leibwache außerhalb bringt ja auch nichts. Was ist das hier? Auch Kavallerie. So, die ganzen Truppen, die hier oben stehen, die bringen ja so lange nichts, solange ich nicht weiß, wo der Feind angreifen wird. So, die Kanonen. Ja gut, dann stelle ich die hier hin und schau mal. Okay, die kommen von zwei Seiten, von hier vorne und von dort. Das bedeutet, die Truppen, die hier hinten stehen, bringen aber schon mal gar nichts. Dann positioniere ich die schon mal um. Ey, warum stehen die da so komisch? Genau dahin. So, die da hinten. Dann werde ich auch noch verstärkt Truppen. Dann werde ich die noch nehmen und hier hinstellen. Ey, warum lassen die sich hier so. Ey, da. Gut, dann stelle ich die jetzt so dahin, egal. Und die bleiben hier mal so stehen. So, die Truppen hier hinten bringen auch nicht so viel. Stelle ich auch noch dahin. Und dann schaue ich einfach mal. Ich kann ja nicht viel anderes machen, außer zu schauen und abzuwarten. Hier stehen übrigens Kanonen. Werden die irgendwie bemannt oder so? Ich weiß es gar nicht. So, wir beschleunigen das Ganze mal ein wenig. Und schauen mal, ob sich Ostpreußen hält. Aber selbst wenn sich's hält, dann wie soll es dann weitergehen, liebe Zuschauer? Wie soll es denn dann weitergehen? Dann ist ja immer noch Polen da und gegen Polen habe ich doch null Chancen. So, wir sehen hier sie schon näher kommen. Was haben die vor? Was machen die? Also, hier kommen sie an. Ach ja, je, die seilen sich da mit Seilen hoch oder was? Okay, das ist interessant. Ich werde es mal wieder ein wenig schneller machen. Um zu schauen. Okay, die gehen auf die Kanonen los. Ja, die Kanonen werden sich eh nicht halten können. Das war vornherein klar. So, die seilen sich hier hoch. Gut, die seilen sich da hoch. Da stehen überall wenigstens Truppen. Hier stehen Truppen, die ich absolut nicht brauche. Zumindest hier an falscher Stelle stehen. Aber ich warte einfach mal ab. Ich muss abwarten und schauen. Wir machen das hier mal wieder ein wenig schneller. Und sehen hier, machen wir wieder langsamer. Wir sehen hier, wie sie hochkommen und kämpfen. Man sieht hier. Sieht man es auch hier? Ah, nee, noch nicht ganz. Doch, da kommen sie auch schon hoch. Hier auch. Also in jeglicher Hinsicht. Ah, das wird schwer. Hier kommen sie auch hoch. Dann werde ich die mal leicht nach hier rücken. Dann können sie hier wenigstens verteidigen an der Seite noch. Zusätzlich zur Verstärkung. So, wie sieht es hier aus? Hier halten sie noch. Oder was machen die da? Ich weiß es nicht so ganz. Zumindest an der Frontseite sieht es gut aus. Wie sieht es hier aus? Auch noch ganz solide. Das sieht ja im Großen und Ganzen bisher ganz gut aus. So. Das einzige Problem, was ich hier sehe, sind die. Dann gehen die jetzt mal bitte hier noch verstärken. Die helfen hier bitte auch noch. Und die halten das noch. Die halten hier auch. Die auch. Und die da hinten können wir bitte hier hingehen. Einfach in den Sektorenbereich quasi. So, die hier sind auch noch da, aber die werden da auf jeden Fall abgehalten. Da stehen auch nochmal gut Truppen. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus gerade.
Es sieht nicht so schlecht aus. Oh, die machen mal bitte einen Angriff, und zwar mit Schwertern, weil die haben es irgendwie geschafft zu bestehen. Aber sei es drum. Also die hier haben doch eh keine Chance, die werden doch zerschossen. Da müssen wir nur noch mal auf der Flanke hier gucken, aber die fliehen auch schon, wunderbar. Wie viele Truppen hatten der, wie heißt das Land, das Kurland noch? Da ist doch gar nicht mehr so viel. Die werden hier doch von hinten zerschossen und vorne haben sie auch keine Chance. Die sind doch schon am Ende. So, wie sieht's hier aus? Die werden doch auch zerschossen, hoffe ich mal. Ja, die fliehen auch, wunderbar. Die fliehen auch. So, hier sind noch welche, aber auf die kann man ja schießen. Nein, oh Gott, nicht Nahkampf. Die sollen bitte... Könnt ihr nicht normal schießen? Ne, können sie nicht. Gut, dann stellt ihr euch hier einfach mal wieder auf und wartet ab. Könnt ihr irgendwie schießen? Ja, ihr könnt schießen. Und dann schauen wir einfach mal. Dann schauen wir einfach mal weiter. Okay, da sind auch noch Truppen. Ich mach mal wieder etwas schneller. Dann sehen wir hier noch die Truppen. Aber die werden ja auch zerschossen, oder? Hoffe ich doch. Ach, die klettern hier gerade auch hoch, aber das wird doch nix. Okay, sie fliehen, wunderbar. Jetzt neue Aktivitäten schauen. So, sind hier irgendwo noch... Okay, hier hinten ist noch Kavallerie. Aber die wird ja abschließend auch hier nichts wenden können. Was sollen die Kavallerie da noch wenden können? Die Kavallerie der Kurfürsten da. Ey, bleibt hier oben. Und stellt euch einfach safe auf. So, die Kavallerie, die wird doch wahrscheinlich gut beschossen, oder? Aber ja, die wird beschossen, gut, also... Ja, die Kavallerie steht hier jetzt nur noch, um abgeschossen zu werden, oder was? Weil bringt tut die hier ja nicht sonderlich viel. Oder? Okay, jetzt sind hier nochmal Truppen. Kurz nochmal langsamer machen. Aber die bewegen sich gar nicht. Jetzt werde ich die Truppen nochmal hier auch nochmal hinstellen zur Verstärkung. So, was haben wir hier eigentlich noch? Okay, die laufen da jetzt auch hoch, habe ich mir schon gedacht. Aber das werden die ja auch nicht schaffen, die paar Truppen hier noch. Es sind ja genügend. Die abhalten können. Dann werden die ja auch nicht schaffen. Hier. Da werden die auch nicht vorankommen. So, die können ja doch mal weiter auf die schießen, oder? Ey, was machen die denn da? Gleise, ihr sollt euch hier hinstellen. So. Das war's doch jetzt. Die haben gar nichts mehr. Die haben nichts mehr. Dann schicke ich meine Kavallerie jetzt in Kampf und das war's dann. Dann ist die Schlacht gewonnen. Entscheidender Sieg. Wunderbar. Heil dem Anführer, der triumphierend voranschreitet, Sir Walter Scott, schottischer Dichter und Romantiker. Ich habe Verluste 211, der 1028, das ist wenigstens ein schöner Sieg, aber letztendlich weiß ich nicht, ob es mir so viel bringt. Weil so oder so bin ich überall in der Verteidigung. Armee vernichtet. Ja, hier die Armee. Ja. So, die Armee zurückzuschlagen wird schwer. Aber was soll ich machen? Es ist jetzt echt schwer zu entscheiden, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist.
Ich könnte Maku versuchen, jetzt mit dem jetzt im Moment mit dem Bin ich nicht mehr mit Schweden im Krieg? Ach, Schweden ist bei den großen Nationen, oder? Ja, genau. Ich könnte versuchen mit Bayern, nee, mit dem Kurland jetzt Frieden zu schließen, nachdem ihre Hauptarmee geschlagen wurde. Vielleicht schließen sie. Okay, dann eben nicht. Was ich jetzt noch machen könnte, liebe Zuschauer, wäre. Die eroberten Gebiete komplett aufzugeben. Nee, das wäre jetzt dumm. Die eroberten Gebiete aufzugeben und erstmal Berlin zu sichern, weil Berlin ist von definitiv höherer Priorität. Und dann einfach hier Breslau und Prag und Böhmen und Mähren muss ich jetzt einfach kampflos dann aufgeben. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Des Weiteren, wenn ich sie sowieso aufgebe, das sehe ich jetzt meine letzte Chance, mit Österreich Frieden zu schließen, Verhandlungen öffnen, Frieden anbieten. So, Provinzen. Schlesien wäre das hier, genau. Schlesien anzubieten. Bleibt nichts anderes übrig, liebe Zuschauer. Was soll ich machen? Ich muss Österreich so Frieden anbieten. Ey, die können auch von mir noch eine Technologie erhaben. Von mir aus zum Beispiel Quadratformation und Spundbajonett und Provinz Schlesien können sie wieder haben. Oder hat die Schlesien schon von Anfang an? Nee, ich glaube nicht. Vorschlag übermittelt. Friedensvertrag unterzeichnet Österreich. Nice. Ein Friedensvertrag wurde zwischen dieser und ihrer Nation geschlossen. Die Zeit wird zeigen, ob dieser Waffenschild dazu dauerhaften Frieden führen oder wieder zu einem Konflikt werden wird. So. Nice. Jetzt sind wir schon mal im Frieden wieder mit Österreich. So. Diplomatische Beziehungen. Bin ich mit Bayern jetzt auch wieder im Krieg? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann es einfach mal versuchen, Bayern einen Frieden anzubieten. Okay, Bayern hat abgelehnt. Aber Bayern alleine könnte ich ja eventuell schaffen. Nur Schweden hier zu schlagen wird hart. Aber ich mache jetzt nochmal die Runde beenden und schaue, was Polen macht. Wenigstens habe ich jetzt mit Österreich Krieg erklärt. Nach dieser hat ihnen den Krieg erklärt. Was? Warum hat mir denn jetzt Warum hat mir denn jetzt Großbritannien noch den Krieg erklärt? Warum erklärt mir jede große Nation denn jetzt den Krieg? Ich habe 1020 Mann, 3000 Mann, liebe Zuschauer, ey, das Let's Play ist beendet. Es ist vorbei, es ist verloren. Es ist zu Ende. Feindliche Flotte voraus! Sagen wir mal, die Schlacht hier könnte ich gewinnen eventuell, wenn ich sie selbst führe. Oh, ich habe sie sogar automatisch führen gewonnen. Aber so oder so, letztendlich ist dieses Let's Play vorbei. Es ist vorbei, Es ist vorbei. So, die Schlacht. Fraktion vernichtet. So, liebe Zuschauer, das war mein Let's Play zu Empire Total War mit Preußen. Ich mache euch einen Vorschlag, liebe Zuschauer. Das Ganze ist ja jetzt desaströs gescheitert. Aber es gibt Hoffnung, denn wir versuchen es einfach nochmal. Aber bevor ich das tue, liebe Zuschauer, fordere ich auf, euch... Also,
immerhin muss ich sagen, liebe Zuschauer, das ist das allererste Mal, dass ich Empire Total War gespielt habe, ja. Das allererste Mal und dafür, dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben gerade Empire Total War die Kampagne gespielt habe und das direkt auf schwer, ist doch schon mal was. Aber jetzt auf der anderen Seite, hey, wäre schön, wenn mir in die Kommentare schreibt, ob ich nochmal neu anfangen soll. Dann wäre noch schön, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet. Ach, was ich werde es auf jeden Fall dann nochmal mit Preußen versuchen. Aber es wäre dann nochmal schön, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, wie es besser, was meine Fehler waren, was waren meine Fehler. Denn ganz ehrlich, als wir am Anfang, ich hab das ganze Spiel, hab ich ja niemandem einen Krieg erklärt. Erst hat mir Österreich den Krieg erklärt, dann hat mir Bayern den Krieg erklärt, dann hat mir Schweden den Krieg erklärt, dann hat mir Polen den Krieg erklärt. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt des Spiels hab ich überhaupt jemandem den Krieg erklärt. Ich war nie der Aggressor. Also was waren meine Fehler und was muss ich besser machen? Das wäre echt noch schön, wenn ihr mir das schreiben würdet und von daher würde ich sagen, Empire so lange pausiert, bis ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, ob ich weitermachen soll und ich dann auch die nötigen Tipps bekomme, um das dann wirklich auch zu schaffen. Weil wir haben gesehen, es war nicht einfach, aber ich gebe es nicht auf. Also haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.